Der Big Nugget von Ford, ja, er wurde 2019 vorgestellt. Ich habe ihn, glaube ich, gesehen auf der IAA oder auf dem Caravan-Salon. Caravan-Salon war es letztes Jahr. Da haben auch ein Video von gedreht. Er kam sehr gut an. Thomas, ihr habt noch keine Erfahrung. Es gibt den erst seit diesem Jahr, das heißt als Händler. Ja, also der geht jetzt in Vertrieb, der Wagen. Ist jetzt auch bestellbar. Und im Prinzip ist das die zweite Premiere jetzt. Thomas, du bist hier auf dem Caravan-Salon seit mittlerweile 10 Tagen, am 10. Tag heute. Ja. Und es ist die Hölle los gewesen. Trotzdem das Konzept 20.000 Leute am Tag. Die Leute, die da waren, die hatten hohes Interesse. Das stimmt. Das haben wir also sehr positiv empfunden. Es kamen die Leute, die tatsächlich Interesse auch für die Fahrzeuge hatten. Ford heißt Qualität. Das heißt also, wir sind ja aus dem Land, im Saarland, wo ein Fordwerk ist. Da ja. Lieben die Leute. Gut, da wird der jetzt nicht gebaut, aber zum Beispiel der Escort. Der Focus. Focus. Ja, Escort habe ich gesagt. Ja. Gibt's doch gar nicht. Gab's mal, ja. So. Der Big Nugget ist wirklich optisch natürlich ein absoluter Hingucker. Das heißt, die Aerodynamik ist krass, oder? Ja. Wir haben hier ein Transit, aktuelles Modell ja, als Basisfahrzeug. Und das ist schon ein sehr schönes Auto geworden. Ja, das sieht man auch im Spritverbrauch. Was ist da vom Motor drin? Da ist ein 2-Liter Common-Rail-Dieselmotor drin. Das ist der gleiche wie im kleinen Nugget? Ja. Der ist ausreichend für das Fahrzeug? Ja, auf jeden Fall. Die 185 PS auf jeden Fall, aber auch der 130 PS ist ausreichend motorisiert. Ja, Big Nugget, da kann man mit Fug und Recht behaupten, der ist big, oder? Im Vergleich zum, da ist der normale. Er ist so hoch wie der Hochdach von der Kleine. Genau, das ist der Serienhochdach. Der ist von der Höhe her vergleichbar mit dem Hochdach Nugget. Und er ist eben 6 Meter lang. Also das heißt, er ist mal stramm 1 Meter länger als der normale kurze Nugget ist. Ja, trotzdem mit 6 Meter, das geht noch länger, oder? Wenn man möchte. Also es gibt noch längere Basisfahrzeuge, aber der Big Nugget aktuell ist nur konzipiert für den L3, also für den 6 Meter Transit. Ja, großes Thema ist Preis-Leistungs-Verhältnis. 2021 kam einiges dazu. Die Leichtmetallfelgen gibt es jetzt? Die sind eine Option bei dem Fahrzeug. Ja, die sind schön. Serienmäßig. So, das hier ist ein Nutzfahrzeug. Das heißt, ja. Noch mehr als, ich sag mal, dieses Modell hier. Er ist stärker, er sieht anders aus. Wenn du mir gerade mal die Unterschiede zwischen den beiden mal erklärst von den Basisfahrzeugen. Na gut, wir haben hier ein Fahrzeug, das ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen hat. Hier sind wir im 3-Tonnen-Segment. Wir haben hier ein Fahrzeug mit einer höheren Nutzlast, brauchen wir aber auch, weil der Big Nugget hat 100 Liter Frischwasser an Bord, während der normale ja nur 40 Liter hat. Das heißt, ich habe vom ganzen Drumherum schon hier ein höheres Ausbaugewicht. Das ist so eine Klasse 6 Meter. Ich glaube, die Leute fragen wirklich, 6 Meter ist so eine Grenze. Das ist so eine Grenze, weil bei vielen Fähren die 6 Meter die Grenze sind, ab der es dann wieder teurer wird. Und weil es eben ein Fahrzeug ist, das man bedingt auch noch im Alltag fahren kann. Man gewöhnt sich sehr schnell dran, muss man sagen, oder? Ja. So, da unten ist die Kassettentoilette ein bisschen anders wie beim, ich sag mal, Nugget, den wir eben gezeigt haben, eine richtige Toilette. Ist da auf? Kann man mal reingucken? Nee, das ist zu. Dazu gemacht. Ja. Hier vorne ein kleines Detail, da ist ein Fensterchen drin. Vom Bad. Kann ich da die Brause nach außen bringen? Nein, das geht nicht. Aber wir haben als Option einen Außenduschenanschluss. Außenduschenanschluss. Ist der hier verbaut? Ich denke nicht. Ich sag mal gerade ein kleines Detail, die Windrose von Westfalia. Westfalia macht den Ausbau. Westfalia macht den Ausbau, genau. Ja, das so heißt, wie bei den anderen Nugget-Modellen auch, wird auch dieses Auto in Reda-Wiedenbrück gebaut. So, und das Besondere dabei ist, man bestellt es bei einem Ford-Händler. Das heißt, das komplette Ford-Verkaufsnetz, das ist ein offizielles Ford-Fahrzeug, ja, richtig? Ja, das ist ein offizielles Ford-Fahrzeug. Ja, ich habe viel Platz. Es fällt auf, Dieselheizung hier drin? Der hat eine Dieselheizung drin, die noch kombiniert werden kann mit einer Elektroheizung. Übers Winterpaket dann, um hier noch eine Fußbodenheizung dann zu bekommen. Und der kann richtig ziehen, gell? Der hat Anhängelast. Ziehen, ja. Der hat fast 3 Tonnen Anhängelast. Das heißt, hier kann ich noch ein Boot hinten dranhängen oder ein Boot hinten dranhängen, ein Auto. Nee, Spaß. Foli. Ja, ihr habt ein tolles Schlafsystem. Das ist mittlerweile, sehe ich das ganz, ganz oft, nicht ganz billig, aber funktioniert super. Ja, auch hier die Kunststoffteller unten dran, die sich der Körperkontur anpassen. Wir haben auch hier eine Kaltschaummatratze mit einem antiallergenen Überzug drüber. Schön ist hier hinten, wie ihr das adaptiert habt. Das heißt, ihr habt euch viel Mühe gegeben. Man sieht innen drin überhaupt kein Blech. Das heißt, man fühlt sich gar nicht im Kastenwagen. Ja, das war uns auch wichtig. Hier drin, ja, da fehlt jetzt die Gasflasche. Da habt ihr für die Verkleidung. Das Thema ist Isolierung und natürlich Schall. Da ist so ein kleiner Aufsatz mit drin.
Und ihr habt eine Warmwasserheizung drin. Ja, haben wir in dem Fahrzeug verbaut. Das ist Luxus pur, oder? Ja. Das ist eine Eigenentwicklung von Westfalia. Hier vorne sehe ich dieses Profisystem aus dem Flugzeugbau. Ja, genau. Das heißt, weil man hier, ich kann das Bett hochklappen. Ja, zeig mal bitte. Ich kann das dann arretieren, kann hier meine Fahrräder reinstellen und kann die dann hier über diese Airline-Schienen und über die Verzöröse im Boden entsprechend sichern für die Fahrt. 230 Volt, hier ist jetzt ein Wechselrichter an Bord? Ja. So, ich kann das wahrscheinlich in verschiedenen Paketen bestellen, also mit Autarkie? Genau, es gibt verschiedene Pakete dazu. Man kann eine Solaranlage bekommen, wenn man möchte. So, da ist die Entleerung, falls es denn doch mal im Winter stilllegen möchte. Ich glaube, was hier Abwasser bei den Fahrzeugen, genau. Abwasser, aha, wo ich es rauslassen kann. Ja. So, wir schauen uns das gleich mal an. Der Möbelbau sehr schlicht, alles Airliner-mäßig fast. Ja, klassisch, gerade Linien. Wir haben bewusst auf Schnörkel verzichtet. Weiß. Ich habe mich so ein bisschen an Volkswagen, muss ich ehrlich sagen, die haben es vorgemacht. Schön ist die Ausbuchtung hier, das heißt, ich habe hier Querbetten, trotzdem habe ich Platz. 2 Meter Liegefläche trotzdem, wir haben links und rechts eine Verbreiterung integriert, die aber von außen jetzt nicht unbedingt ins Auge fällt. Ja, ich habe die Fenster an der richtigen Stelle. Ich komme mal zu dir, Patricia. Hier unten kann ich durchladen, das heißt, hier kann ich das rausnehmen, kann ganz große Dinge. Genau. Oder hier mal einen Hund hinten drin machen. Hund hinten rein, ich kann eine Hundebox reinmachen, lass hier die Klappe weg, dann können die ins Fahrzeug, wenn sie möchten. Stark. Wenn du mal zumachst bitte, dass wir mal sehen von hinten, wie das Fahrzeug aussieht. Denn ihr habt nämlich hinten eine Folierung drauf, die ganz edel wirkt in Verbindung mit dem Silber. Ja, und die durchgängig am Fahrzeug sich eben auch dann wiederfindet. Das stellt schon was dar, oder? Ja. Die Rückfahrkamera ist integriert hier oben? Oben drin, genau, als Option. Ein Muss, also ja, man muss die mitbestellen. Ja, ja. So, das Fahrzeug ist gut ausgestattet hier auf der Messe? Der ist gut ausgestattet, der hat ziemlich viel von den Optionen verbaut, die es für das Fahrzeug gibt. Die ihr immer zeigen könnt. Ja. Wenn du mal gerade so ein bisschen zumachst, dass wir mal die Optik sehen von der Seite, wenn zu ist. Ach, der ist schön. Wenn man den jetzt noch ein bisschen höher legen würde, so ein paar andere Reifen drauf, ein bisschen Offroad, das heißt, man kann ihn böse machen, wenn man will? Man kann ihn böse machen, wenn man will, ja. Bügel vorne dran, 18 Zoll Räder drauf, dann sieht er schon mal anders aus. Seilwinde habe ich gesehen, gibt's? Gibt's auch. Gibt ja so Leute, die wollen so ein bisschen Offroad-Charakter haben, das geht. Wo ich auch hinfahre, also von daher könnte es ja auch Sinn machen. Ja, toll finde ich so kleine Details wie hier. Ist der Einlass, der ist natürlich in Schwarz, er fällt gar nicht auf. Fischwasser. Hier vorne habe ich Silber. Patricia? Boah, es ist isoliert, die hört mich gar nicht. Patricia? Wenn du mal gerade so lieb bist, hier das Fenster, Seitenfensterchen mal aufmachst. Ach, okay. Ha, sie sucht. Ja, hier. Da. Da ist die Öffnung. Geht drauf. Hochdrücken. Das ist intuitiv eigentlich. Ja, eigentlich schon. Das Schöne ist, die Kinder kriegen es nicht gleich auf, oder? Wenn es die Patricia hören könnte, was ich moderiere. Wenn du immer kurz hilfst, geht das? Dass wir sie nicht ganz sterben lassen. Du kriegst Hilfe! Ich hab gerade moderiert. Ich habe gerade moderiert, es ist so gemacht, dass die Kinder es nicht aufkriegen. Ja, das passt ja dann. Es passt ja dann, zack. So, das war's. So, jetzt machen wir mal zu. Ja, ist nicht schlimm. Hallo Patricia. Wie hat der das denn jetzt gemacht, ey? Das muss der mir mal erklären. Es ist ganz simpel, glaube ich. Ich glaube, du musst es in die andere Richtung rauf, genau, nach unten drücken. Ah, okay. Ich habe es die ganze Zeit nach unten. Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man es, oder? Ja. Stark ist, die kleinen Fensterchen sind doppelverglast. Das heißt, da kann nichts anlaufen. Isoliert. Dann hier die Schiene allein. Hier, das ist wahrscheinlich Edelstahl. Oder was ist das? Alu? Edelstahl. Klar, das Basisfahrzeug, wie gesagt, ist ein Nutzfahrzeug. Das heißt, da wird die Türe auch am Tag, je nachdem, 50, 60, 70 Mal auf und zu gemacht. Die Paketdienste, DHL, genau, wer das alles nutzt. Handwerker, alle, genau.
So, man sieht den Unterbodenschutz. Auf Wunsch gibt es noch mehr, wenn man das möchte, gell? Man kann noch einen zusätzlichen Wachs aufbringen lassen. Genau, das geht. So, dann machen wir hier mal auf. Gehen mal rein, denn die Raumnutzung, das ist jetzt was ganz anderes. Und man sieht direkt Westfalia-like, der Möbelbau, ja. High-End. Super Qualität. Und was ich halt habe, ich habe hier den Kühlschrank unter der Besteckschublade. Das heißt, ich kann hier aufmachen und hier. Achso, ich komme. Mein Kühlschrank ist von außen und von innen bedienbar. Muss nicht immer ins Auto reinrennen, wenn ich was aus dem Kühlschrank holen möchte. Und der was aus dem Kühlschrank holt, blockiert nicht das komplette Fahrzeug, wie das sonst der Fall wäre, wenn der Kühlschrank unter der Spüle sitzen würde, wie er sonst angebracht wäre. Und der ist riesig, oder? Der ist riesig, ja. Die Bedienelemente von dem Kühlschrank, wo sind die denn? Ist das zentral? Wird über das Zentralmodul bedient. Das heißt, ich muss nicht fummeln, ich kann es von vorne? Ja. So, also hier ist nicht vorne, sondern an der Seite. An der Seite, ja, das zeigen wir gleich mal. Hier vorne sehe ich das Sitzkonzept Automotive. Das heißt, ich habe keine verspielten Sitze, die irgendwie da sind. Ich habe richtige Automotive-Qualität. Ja. Ich kann sehr breit sitzen, zwei passen auch nebeneinander. Ja. So, der Tisch muss ausgebaut werden während der Fahrt? Ja, wird hinten am Bett befestigt normalerweise, wenn er nicht im Fahrzeug drin ist. Der klickt wahrscheinlich so rein, oder? Dann. Der hat eine Halterung, wo er reinkommt, ja. So, dann kann ich die Sitze drehen vorne? Beide, ja. Ist das schwer? Nee. Mach mal bitte. Was haben wir da schon alles erlebt beim Sitzdrehen, gell? Ja, das stimmt. Oder gerade eben beim Fenster öffnen, ne? Ja, wir haben aber den Thomas. Der Thomas hat schon mal gemacht. Wenn du dich mal da reinsetzt, man kann natürlich dann sich richtig reinfläzen, wenn du mal die Sitzlehne ein bisschen nach hinten machst. Das geht wahrscheinlich sehr leicht. Andere Seite. Ja. So ein Profi-Verkäufer an der Hand. Und Thomas Brenner. Noch ein Stück vor, ne? So, mal ganz zurücklegen. Ja, mach's mal richtig gemütlich. Ja. Dann zeige ich das mal gerade, wie schön du hier drin sitzt. Wenn man nämlich hier reingeht, das Raumgefühl ist von der Höhe her Stehhöhe ungefähr? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, also ich bin 1,83, ich schätze mal so mindestens 2,10 hat man hier Stehhöhe. Heißt, man fühlt sich überhaupt nicht eingeengt. Ja, Patricia, leg dich mal rein, das langt. So, mal die Armlehne ein bisschen runterkurbeln, das geht nämlich auch. Thomas, wie geht das? Erklär's der Patricia. Ganz zurück. So, und jetzt kann man die Höhe so einstellen, wie man sie haben möchte. So, die andere Seite. Andere Seite. Einmal ganz runter und dann einmal hoch. Ja, und da, das ist doch schön, oder? Und trotzdem habe ich richtig viel Platz denn drin. Ist hier das Lichtpaket mit drin? Ja. Ist mit drin. Das heißt, ich habe also hier vorne indirektes Licht nach unten. Hier vorne habe ich das Schaltmodul von Dometic. Ja. Ist das an? Kann man das mal zeigen, wie das geht? Ich glaube nicht. Messebetrieb. Ja. Nein, ah doch, guck mal. Doch, ist an, guck mal da. Das ist schick, ist sehr scharf, das Display. Ja. Also hier sehe ich jetzt alles. Ich sehe, dass die Batterie 83% noch hat, dass der Frischwassertank logischerweise leer ist. Ich habe hier meine Bedienfelder, wo ich die einzelnen Funktionen bedienen kann. Die Heizung auch? Heizung, Kühlschrank. Kühlschrank, zeig mal Kühlschrank bitte, dass ich das mal sehe. Nur einmal, weil das habe ich noch nie gesehen. Ach, ich kann die Stufe alles einstellen. Ja, genau. Und die Heizung ist ja Dieselheizung. Das ist eine Dieselheizung. Genau. Warmes Wasser, das auch. Ist stark. Ja. Dann natürlich, was Tolles ist hier der Möbelbau, sehr reduziert. Spülbecken, Kocher. Und hier sind daneben entsprechend die Schubladen noch und noch ein kleiner Kleiderschrank. Kleiner Kleiderschrank? Ja. Warte mal. Bevor du stehst, hier. Hängend. Warte mal, ich zeig das mal. Ich glaub's nicht. Hängender Kleiderschrank. Da oben ist er drin. Ja, Nutzung. Das heißt, ich bin ja hier bei 6 Meter, oder? 6 Meter, ja. So, dann habe ich hinten, Patricia, leg dich mal hinten rein, bitte. 1,67 Meter ist Patricia groß. Jetzt habe ich so schön auf diesem Stuhl gelegen. Ja. Und wie ist es auf dem Froli? Ja, gemütlich auf jeden Fall. Geh mal hier rein, das hier sind die Einbuchtungen. Hier oben haben wir ganz große Staufächer. Mach mal auf, bitte. Gehen die auf? Reingucken mit können. Push? Ja, nimm mal an. Feste? Nö. Drück mal. Ich glaube nicht. Ziehen oder drücken? Wie geht das auf? Drücken. Drücken. Ja, drück mal feste, warte. Ja, ah, jetzt, genau. Jetzt. Denn die sind. Ja, hab ich ich habe verstanden, Thomas. Die sind unter Spannung, dass nicht klappert. Ja, genau. Das hier ist schick. Das heißt, hier kann ich was reinlegen. Hier kann ich auch nochmal hängen. Sag mal. Ja. Jacken und Co. Mhm. So, jetzt kommt das ganz Besondere, ist das Bad.
Denn das ist natürlich hier opulent bei dem Fahrzeug. Vielleicht zeigen wir vorher noch mal gerade hier die Schubladen, bitte, Patricia. Mach mal auf. Hier ist übrigens zu, da ist der Kühlschrank. Das ist dem geschuldet. Ja. Dass der von außen zugänglich ist, schon optimal. Ja, super. So, ganz unten, was da? Ja, da passt der eine oder andere Topf rein. Hier oben habe ich auch freigelassen, denn ja, ich muss ja irgendwie durchkommen. Rein tun. Es klappert nicht, oder? Nee. Das ist so, ich habe ganz viele Autos gefilmt, da fährst du damit. Unvorstellbar. Ja. Klappert, es nee, macht. Das kann man hier nicht. Auch über Jahre weg nicht. So, und hier ist das Bad. Ist das gut? Ja, also man hat genug Platz, um zu duschen oder sich fertig zu machen. Und man hat ganz viele Spiegel. Mhm. Warte, ich zeig mal. Also auch für große Leute habe ich Spiegel, ja, die zwei Meter groß sind. Ich habe für kleine Leute Spiegel. Geh mal gerade einen Schritt vor, bitte. Mhm. Das ist der Spiegel. Da ist die Patricia. Guten Tag. Hallo. Da oben habe ich Spiegel. Hier vorne habe ich das kleine Fensterchen, von dem ich dachte, man könnte eventuell, nee, kann man nicht, Dusche. Aber würde aber schon gehen, wenn du mal gerade das Fenster aufmachst. Mhm. Ich zeig mal. Ja, die geht nicht weit genug aus. Ach, es geht nicht weit genug auf? Nee. Okay. Das ist nur so ein kleines Stück. Ja, das würde gehen. Okay. Und jetzt machen wir gerade den Duschlauch raus. Ist nur so eine Idee. Thomas, wenn der Hund jetzt da ist, der Schlauch ist hinter dir. Guck mal. Ach, da. Ob das geht? Jetzt könnte man eventuell den Hund noch benässen oder man könnte draußen duschen. Also, ja, ist ja gut. Also es gibt eine Option. Wir haben eine Außendusche im Angebot, also von daher muss man sich nicht verpinscheln und das durchs Fenster machen. Du hast vollkommen recht. Das heißt also in der Basisversion, ich kam nur so auf die Idee. Ja. Also der. So, hier sieht man das Fenster. Das ist an der richtigen Stelle, damit die hinteren Fahrer, die in der richtigen Sitzrichtung sitzen, dann auch rausgucken können. Genau, hat dann auch ein Moskitonetz mit drin und eine Verdunkelung. Eine Verdunkelung ist total klasse, auch während der Fahrt zu nutzen, wenn es mal richtig Sonne scheint. Sonne knallt, genau. Ja, das ist toll. Ja. Und ich habe Raum, warte, ich zeig's mal gerade, dass wir das mal sehen. Wenn du mal gerade hoch machst, über den Kopf mal oben drüber, dass man mal sieht, wie die Höhe ist bei dir. Du bist, wie groß bist du? Knapp 1,80. 1,80, also wir haben, also, und das ist schon der tiefere Bereich, wo ja, du gerade genau, stehst. Genau, hier ist noch höher. Ja. Ja, richtig viel Platz. Hier ist uns ein Fenster normalerweise. Da ist jetzt die Putzbeleuchtung drin für die Messe, damit es schön hell ist. Normalerweise sieht es auch viel schöner aus hier drin, wenn das Licht nicht drin ist. Wenn das richtige Licht drin ist, ja. Ja. So, dann gehen wir mal nach vorne. Und das ist das Cockpit? Ja. Das Cockpit ist das gleiche wie in dem anderen? Das ist vergleichbar mit dem anderen, genau. Automatik geht auch? Geht auch. Ist das jetzt die gleiche Automatik wie drüben? Ja. Das heißt auch, das Zuggewicht nimmt dann ab? Nimmt dann auch ab, ist ein bisschen höher, weil das Gesamtlastzugewicht anders ist, aber ist immer noch unter 2 Tonnen. Gut, jetzt habe ich aber auch hier Reserven, muss man sagen. Also hier kann ich ja viel zuladen. Das Leergewicht von dem Fahrzeug, wie es hier steht, ungefähr? Also wir haben eine Zuladung von ca. 600 Kilo. Also das Leergewicht ist knapp bei 2,8, 2,9 Tonnen. Und es fährt sich absolut automotive-like, ja? Das heißt, wie ein Pkw. Also man sitzt natürlich deutlich höher und es ist ein Transporter, gar keine Frage, aber er hat schon Vergleiche mit dem Pkw. Nichts mehr zu tun mit den alten Transits? Nein, 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 schon lange nicht mehr. Ja, am besten mal, also du empfiehlst ja grundsätzlich am besten mal Probe fahren, das ist so, oder? Das heißt, testen. Jetzt seid ihr ja unglaublich ausverkauft, ihr habt alle Fahrzeuge verkauft, die ihr habt, oder? Das heißt, selbst die kommen, habt ihr verkauft? Für dieses Jahr, ja. Bei uns kommen die ersten Fahrzeuge im April wieder. Ja, das Jahr 2020, wie war das für dich? Das war hart, oder? Das war relativ strange, ja. Weil das sehr überraschend kam für alle Beteiligten. Ja, es ging im März los, keiner wusste, wie es ist. Die Tagesschau ist da, du durftest wahrscheinlich auch zu Hause bleiben eine gewisse Zeit. Wir waren tatsächlich die ganze Zeit über im Geschäft, aber wir hatten natürlich die Verkaufsstellen auch zu. Ja, und dann kam es ganz anders. Ja. Das heißt, ihr konntet anschließend Aushilfen einstellen, oder? Ja, also das hat deutlich angezogen, speziell hier im Freizeitbereich, weil die Leute ihre Urlaubsplanung natürlich jetzt anders gestaltet haben. Ja. Und wir waren ja bis kurz vor der Messe, wusste man ja noch nicht genau, ob der Caravan-Salon tatsächlich stattfindet oder nicht. Es war ja immer noch auf der Kippe. Ja, du bist von der Schwarmgarage, man kann es aber auch kaufen bei der Zentralgarage in Dillingen. So, das ist so, oder bei vielen anderen Ford-Händlern. Ja. Und der Big Nugget, wie er hier steht, vom Preis her, das wird die Leute ja jetzt interessieren, was kostet denn sowas in der schönen Ausstattung? Knapp bei 80.000 Euro im Listenpreis. Hat den 170 PS Motor drin, das ist jetzt noch der alte Motor, der neue hat jetzt 185 PS als Schaltgetriebe und ist aber von der Ausstattung hier, hat schon reichlich an Ausstattung mit drin.
Nach oben gibt es natürlich immer noch mal eine Möglichkeit. Okay, das heißt, du hast schon mal einen Verkauf für 100? Nein, also das Höchste, was wir bisher an Listenpreis zusammengebracht haben, war irgendwie Mitte 80. Ja, eine Wertanlage. Das heißt, ich kann ihn 5, 6 Jahre fahren und dann verkaufen und krieg noch richtig Geld dafür. Ja, klar, natürlich. Der wird ähnlich wertstabil sein wie die Nuggets, weil es ist die gleiche Qualität. Sehr schön. Ja, wir sind auf dem Caravan Salon 2020. In knapp 20 Minuten haben wir Ihnen ein Fahrzeug gezeigt. Ganz anders wie der Nugget selber, auf einem größeren Fahrzeug, 3,5 Tonnen. Thema Zuladung am besten besprechen. Auflasten geht, ich frage mal so, geht nicht? Er nickt. Nee, er schüttelt den Kopf. Er schüttelt. Vielen Dank, Thomas. Dankeschön. Und vielen Dank, Patricia. Danke.